Guten Abend, Freunde. Hello, hello. Ein Geschenk, euch wieder vom Neuen begegnen zu dürfen. Komm rein und finde heraus, wie du deinen Seelenpartner, Partnerin findest und auch behältst. Denn das eine ist zusammenkommen und das andere ist dauerhaft mit jemand wirklich langfristig glücklich zusammen zu bleiben. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Super schön, dass du da bist. Heute geht's ins Eingemachte, Freunde. Solange du reinkommst, freue ich mich sehr, mit dir darüber zu sprechen, was einen Seelenpartner ausmacht, wie du deinen Seelenpartner erkennst, wie du deinen Seelenpartner langfristig in deinem Leben hältst, wie du mit diesen Menschen mehr teilst als nur das, was die meisten Menschen teilen. Ein bisschen Sexualität, ein bisschen Lust, ein bisschen Shishi. Allerdings ihr Leben lang an der Oberfläche eine Beziehung führen, die nicht wirklich diese tiefen Ebene, diese tiefen Dimensionen ermöglicht. Ganz besonderes Dankeschön an jeden einzelnen, Freunde. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, keine Ahnung, was ihr da anstellt, aber das Buch Soul Master ist mittlerweile jetzt, ich glaube, Tag 6 oder 7, wenn nicht schon 8, durchgehend Platz 1 Amazon unter allen Büchern, die es da draußen in der Welt gibt. Also ich weiß mittlerweile, es gibt einige Millionen Bücher auf Amazon. Unter allen Amazon-Büchern, die in der gesamten Rubrik Amazon gibt, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist Soul Master seit mittlerweile einer Woche auf Platz 1. Und das ist krass. Ich war heute selbst in Kölner Innenstadt relativ kurz und dann bin ich da auch in einer großen Buchhandlung vorbeigelaufen und habe dann auch das eigene Buch in einer zweiten Buchhandlung jetzt wahrgenommen. Und das ist jedes Mal so ein, nicht ein komisches Gefühl, sondern es ist ein total natürliches Gefühl. Und dann habe ich sogar die Mitarbeiterin gefragt, weil das Buch war so im Regal quasi drin. Dann habe ich gefragt, ob die Mitarbeiter auch die Amazon-Charts und Co. verfolgen, weil das Buch mittlerweile seit einer Woche durchgehend auf Platz 1 ist und ob sie denn nicht Buch weiter vorne irgendwo platzieren wollen würden, weil da vorne sind so Kriegsbücher, so Putin war gleich dreimal verschiedene Autoren und hat es ja gleich sofort immer. Und dann haben sie gesagt, ja, aufgrund dessen, weil es noch so neu ist, kennen sie das noch gar nicht. Und das heißt, das muss sich erstmal bewähren sozusagen. Und das heißt, ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der das Ganze unterstützt, der das Ganze sich selber reingezogen hat, jedem Einzelnen, der sich mit dem Buch auseinandergesetzt hat, der jetzt schon liest. Könnt ihr mir mal ein Zeichen geben, wer hat sich schon Soul Master geholt und ist beziehungsweise gerade mittendrin, einmal Herzchen, Daumen schicken oder ähnliches, dann weiß ich, hier sind schon einige Menschen, die in die Umsetzung gehen und jetzt schon an sich und an ihrer Persönlichkeit jetzt arbeiten, weil das ist tatsächlich ein Buch, was du nicht mal eben in zwei Seiten liest. Das ist was, dann erzählt dich eher länger beschäftigen wird und auch sehr, sehr, sehr viele Hausaufgaben geben wird. Ich sehe Herzen fliegen ohne Ende. Hey, wow, Freunde. Sehr, sehr cool. Freue mich sehr. Wow, 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 wow. Ich sitze wieder vor zahlreichen technischen Geräten und sehe eure Herzchen überall. Danke, vielen Dank. Also ich mache es nochmal in einem Satz. Wir sind Amazon Platz 1 unter allen Büchern in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Und nächste Woche kommen die ganzen anderen Bestseller-Statistiken und Co. Und das Ganze ist nur möglich, weil du mir dein Vertrauen schenkst und interessiert bist zu lesen, während viele andere Menschen da draußen gerade etwas anderes tun. Und weißt du, alles in diesem Kosmos hat seine Daseinsberechtigung. Alles, was gerade in deinem Leben passiert, in dem Leben deiner Liebsten, in dem Leben von deinen Mitmenschen, die du gerne hast, alles hat seine Daseinsberechtigung. Und nur wenn wir uns erlauben, die Frage nach innen zu kehren und uns die Frage stellen, hey, lebe ich mein aktuell volles Potenzial aus? Und wenn nicht, was fehlt denn aktuell, damit ich in meine Größe, in meine Meisterschaft komme? Dann kannst du deine Hausaufgaben tun und vor deiner eigenen Haustür kehren. Und dann wird sich sowieso das Umfeld von alleine Stückchen für Stückchen verändern. Also gut, Seelenpartner,
Wer ist das? Wie findest du diesen? Und was macht denn Seelenpartner besonders? Was macht den Seelenpartner außergewöhnlich? Zu Beginn, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen zusammenkommen. Es gibt unterschiedliche Gründe, welche Motive wir gegenseitig teilen. Ich unterscheide grundsätzlich in Seelenpartner und so etwas wie Lebensabschnittspartner. Ja, manche nennen sie auch Zeitpartner. Und bevor wir dem uns widmen, vielleicht noch eine Stufe vorher. Es gibt mindestens 5 unterschiedliche Gründe, warum Menschen miteinander in eine Partnerschaft, in eine Beziehung gehen. Sehr häufig ist es tatsächlich die Optik, also das reine Aussehen, was ja so oft auch mit der Sexualität verbunden ist, dass gerade von dem männlichen Gehirn oft er eine Figur, eine Statur einer Frau sieht oder irgendetwas an ihr, ihr Lachen, ihr Haar, ihren Körperbau oder ähnliches und der sich sofort in seiner Männlichkeit, in seinem Hormonellen derart getriggert fühlt, dass er sagt, boah, ey, die finde ich wahnsinnig, die Frau. Und gerade, liebe Frauen, wenn ihr vom Bewusstsein her noch nicht so weit seid, dann neigt ihr tendenziell, euch einen Mann zu geben, der euch am meisten begehrt, den ihr vielleicht selber gar nicht so sehr anziehend findet. Und das ist immer abhängig davon, wie sehr bin ich mit mir selbst als Frau im Reinen. Eine Frau, die sich selber Liebe geben kann, eine Frau, die sich selbst die Sicherheit, den Halt geben kann, die wird doch nicht mit einem Playboy ins Bett gehen, egal wie heiß der mit seiner Lederjacke und seinem 3-Tage-Bart sein mag, um danach im Anschluss das Gefühl zu haben, okay, jetzt ist der Typ weg, ich fühle mich irgendwie gerade benutzt wie so ein Lebensmittel aus dem Supermarkt, was halt dann fallen gelassen worden ist. Und damit das nicht passiert, bedarf es einer Innenschau seitens der Frau selber, damit sie nicht auf einen Typen gelangt, der ihr hinterher dann wehtut, weil er hat ja nur das bestätigt, was sie nach außen ausgesandt hat. Das ist vergleichbar mit einem Spiegelkabinett. Wenn du reingehst und du machst die ganze Zeit den hier, dann wirst du auch die ganze Zeit Menschen anziehen, also die ganzen Spiegel um dich herum, die ganze Zeit auch den hier machen. Und das heißt, wenn du dich klein machst, dann sendest du dem ganzen Universum das Zeichen aus, behandel mich schlecht, behandel mich, zieh mich runter und behandel mich nicht so, wie ich es eigentlich verdienen würde. Also magischer Satz an liebe Frauen, wenn du gerade nicht sicher bist und du bist in einer Kennenlernphase oder du bist gerade in einer, am Anfang einer Beziehung, Partnerschaft, dann stell dir immer wieder häufiger die Frage, was würde eine Königin jetzt in diesem Moment tun? Nicht, was würde eine Bettlerin jetzt tun, sondern was würde eine Königin jetzt tun? Und das bringt dich in ein ganz, ganz anderes Bewusstsein. Eine Königin würde sich nicht unter Wert verkaufen, ja oder nein? Und eine Königin kann aber trotzdem leidenschaftliche Sexualität haben, ja oder nein? Aber mit dem Richtigen und nicht mit dem einen von ganz, ganz vielen möglicherweise. Das würde eine Königin nicht tun. Eine Königin wäre aber auch nicht rachsüchtig und würde den König wegschubsen, falls es einer ist, sondern eine Königin wäre liebevoll, aber auch zugleich stark. Und das heißt, wir brauchen mehr, gibt es ja, glaube ich, diesen einen Satz in der Welt von Kardashians, sei eine Lady Diana, ja, eine Frau, die Kraft hatte, die allerdings ihre Kraft nicht jedem unter die Nagel oder jedem aufs Brot schmieren musste, sondern eine Frau mit Understatement, die aber trotzdem sehr, sehr stark war. Also das heißt, Grund Nummer 1, warum so viele Menschen zusammenkommen, ist leider auch im Jahr 2022 immer noch Aussehen. Und da gibt es diesen wunderschönen Satz, wer sich nur in die Blätter, aber nicht in die Wurzel eines Baumes verliebt, weiß spätestens im Herbst nicht mehr, was er tun soll. Und genauso ist es auch in der Partnerschaft, in der Beziehung. Hast du das Gefühl, dass deine aktuelle Partnerschaft, in der du dich befindest, oder wenn du gerade Single bist, in deiner letzten Partnerschaft, in der du warst, wirklich eine tiefen Dimension hatte? Oder sagtest du, hey, es gab die Verliebtheitsphase, das ist diese Sexualitätsphase auch. Pärchen in den ersten erst 2 Monaten, 6 Monaten kommen häufig nicht genug voneinander, kommen nicht voneinander runter und dann irgendwann vergeht dieses und plötzlich merken sie, hey, okay, da gibt es ja noch diese anderen Dinge außer der körperlichen Ebene. Und das heißt, die erste Ebene, Anziehungsebene, Sexualität, Körperbau, Statur, wie der duftet, wie sie spricht, diese weiblichen, männlichen Hormone, was die Mutter Natur natürlich schlau gemacht hat, weil sie wollte, dass wir überleben. Und das heißt, ein attraktiver Mann, eine attraktive Frau triggert etwas in uns. Ja, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Ne? Sexualität gab es damals schon im alten Rom, wo die Männer dann ins Bad gegangen sind und haben sich dann mit jüngeren Frauen vergnügt, während ihre Frauen dann zu Hause geblieben wären. Und ich bin hier gar nicht, um das Ganze zu werten, sondern nur bewusst zu machen, Sexualität ist eins der
ältesten und stärksten Träger in unserem Leben. Der Grund, warum die ganzen Werbemaßnahmen derart funktionieren, ist einfach nur, weil Sex sells. Ich erzähle nichts Neues. So, das heißt, wenn du das nächste Mal, also wenn du beispielsweise gerade Single bist und dir denkst so, hey, ich wäre gerne mit einer Beziehung wieder mit deinem tollen Mann, mit deiner tollen Frau, dann bitte definiere, was bedeutet für dich toll. Und liebe Ladies, häufig habe ich schon gehört, dass Frauen dann sagen, hey, er müsste 1,90 sein, dunkle Haare haben, die kennt aussehen, das wäre toll. Oh ja, und schöne weiße Zähne und seine Hände, die sind sehr, sehr wichtig. Ja, seine Hände, wie die aussehen, das ist echt wichtig. Und er sollte gute Schuhe haben und ein schickes Auto, das wäre auch gut. Und er sollte auch gut verdienen, weil wäre blöd, wenn wir nicht so guten Urlaub machen können. Also, alles Blödsinn, alles Bullshit. Erste Ebene, körperliche Ebene, sexuelle Ebene, rein physische Ebene, die den Fortpflanzungstrieb zwar bestärkt und unser Überleben sichern soll, aber ist das wirklich jemand, dem du dauerhaft jeden Sonntag morgens nach dem Frühstück, nach dem Aufstehen gerne anschauen wollen würdest? Oder ist das ein Mensch, wenn einer in deiner Familie, mach mal den Todestest, wenn du dir vorstellst, jemand in deiner Familie von deinen allerliebsten, Mama, Papa, Geschwister, würde sterben und dieser Mensch, der du gerade datest, wäre dein aktueller Partner, heute in 2 Jahren, hättest du das Gefühl, der oder diejenige würde dich verstehen, wenn gerade einer deiner liebsten Menschen, deine Familie gestorben wäre? Und jetzt merkst du plötzlich, hey, nie im Leben. Weil jetzt, wenn ein Moment kommt, dass jemand emotional nahe ist, dir eine emotional wichtige Botschaft, jemand stirbt, der dir wahnsinnig viel bedeutet, dann hast du keinen Bock auf oberflächlich. Ja oder nein? Machen wir uns da nichts vor. Es gibt Tage, da gibt es jeden Einzelnen, der hier gerade zuschaut, war schon mal horny. Ja oder nein, Freunde? Könntet ihr mal ein Herzchen schicken oder sagen, ja, Maxim, hier, kenne ich. Ja, also, dass du wirklich geil warst, notgeil, wie auch immer, nenn das, wie du es möchtest. Hatten wir solche Tage? Ladies and Gentlemen, zeigt mal, seid mal ehrlich. Komm. Wir sind ja hier, ist ja quasi keiner dabei, wieder über 1000 Menschen. Ja? Dass du wirklich spürst, du bist einfach sexuell gerade, wie haben die gesagt, unter Vögel oder so, ich weiß nicht mehr genau den Satz. So, und das bedeutet, wenn allerdings jemand plötzlich, und egal wie notgeil du jetzt gerade sein magst, in deiner Familie sterben würdest, wie groß wäre die Notgeilheit jetzt in diesem Moment, wenn ein emotionaler, naher Mensch jetzt in deiner Familie sterben würde, plötzlich nicht mehr da wäre? Da wäre das doch sofort wumm in diesem Moment, ja oder nein? Weil plötzlich eine Tiefendimension sich öffnet, weil du sagst, hey, da ist ein Mensch, den ich liebe und der jetzt nicht mehr da ist. Und das heißt, plötzlich ist es so banal, die Sexualität ist in dem Moment für 2, 3, 4 Tage, bei manchen 1, 2, 3, 4 Wochen komplett weg, weil du diese Emotionen nicht in dir spürst. Ja, und das ist diese eine Überlebensreptiliengehirn, ja, Sex, oh wow, was für ein toller Mann, tolle Frau, tolle Energien, tolle Stimme, tolle Figur oder ähnliches. In dem Moment, wenn etwas Tiefes passiert, interessiert es dich nicht mehr. Worauf ich also hinaus möchte, ist, bleib nicht in der ersten Ebene gefangen, wie es da draußen so viele Menschen tun. Und liebe Ladies, wenn du einen König haben möchtest, dann von mir aus zieh dich sexy an, hab tolle Kleider, wo du dich wohlfühlst. Nur sei dir auch dessen bewusst, die Wahrscheinlichkeit, nicht nur den König anzuziehen, sondern auch viele Bettler, ist sehr viel größer, wenn deine Körperstatur schon von Anfang an 60%, 70%, 80% die ganze Zeit präsentiert. Wenn du sagst, hey Maxim, ich mache das beruflich, ich mache nebenbei ein paar Euros, indem ich meine Social-Media-Kanäle nutze, wie auch immer, und ich habe eine tolle Figur und warum soll ich sie nicht zeigen, dann go, mach es. Nur wenn du sagst, hey, ich wünsche mir einen Mann, der nicht nur auf die Glocken guckt oder auf meine Statur oder wie ich gebaut bin, dann zeig dich auch als eine Königin. Ja? Finde ich das gut, was im arabischen Raum gemacht wird, zum Beispiel in Saudi-Arabien und ähnliches, wo die Frauen komplett verschleiert sind, dass du nur die Augen wahrnehmen kannst, nicht mal das Gesicht oder die Haare. Nein, finde ich nicht. Es ist das andere Extrem. Aber würdest du beispielsweise, wenn du eine Tochter hättest und sie wäre jetzt 18, 19, 20 und du wärst jetzt ihre Mama oder ihr Papa und du wüsstest jetzt, dein Kind geht jetzt gerade genau in diesem Outfit raus auf die Straße und da gibt es da draußen reißende Wölfe, die einfach nur mit deiner Tochter die verrücktesten Dinge anstellen wollen würden, rein physisch, aber nicht emotional, würdest du das wollen, dass dein Kind solche Signale aussendet an die ganze Welt da draußen? Und viele sagen, no way, nie im Leben. Warum tust du es dann für dich selbst nicht, indem du dich als das präsentierst, wer du wirklich bist? Und wenn du nur über die Hülle gehst, dann wirst du weitere Hüllen anziehen. Und es gibt immer 2 Möglichkeiten, Hülle oder Seele. Gut? Also Punkt Nummer 1, du gehst über das Erotische, Sexuelle, das Äußere.
der Halo-Effekt sozusagen, ja. Also zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, von 46 Präsidenten, die es gab und aktuell gibt, ich meine, Joe Biden wäre der 46. gewannen, glaube ich, 42 oder 43 Präsidenten, die immer größer waren. Also es gab immer Spitzenkandidaten, Demokraten, Republikaner. Und am Ende gewann immer der größere Präsident von diesen 46 Wahlen. Ich glaube, 42 und 43 war immer der größere, also von der Statur, der Körper, längere Präsident gewählt worden, wenn zwei Kandidaten zur Auswahl standen. Das heißt, wir lassen uns sehr, sehr häufig blenden vom Äußeren. Und das gehört zu uns Menschen dazu, weil wir mit den Augen 75% dessen wahrnehmen, was uns umgibt. Wusstest du das? 75% nimmst du nur mit deinen Augen wahr. Die restlichen vier Sinne bekommen gerade mal 25% zusammen. Auf Platz 2 ist Hören mit 13%. Danach kommt ist mit 6% der Tastsinn. Und danach 3% riechen und 3% schmecken. Also 3 Tastsinn, 6, das sind 12, genau, 13% hören und 75% sehen. Das ist, mit unseren Augen nehmen wir wahnsinnig viel wahr. Und du kennst es, wenn du zum Supermarkt gehst und du hast da ein nagelneues Produkt, wird da plötzlich ausgestellt und dann denkst dir, hey, wow, tolle Verpackung, ich kauf's mal, ich nehm's mal mit. Und dann bist du zu Hause, packst aus, probierst und schon da doof denkst du dir, ah. Und dann denkst du, komm, vielleicht schmeckt es ja erwärmt besser. Dann probierst du es erwärmt und denkst, oh, wird ja immer schlimmer. Ich weiß nicht, ich habe da die Erfahrung schon mal gemacht. Schick mir mal Daumen oder Herz, wenn du die Erfahrung schon mal gemacht hast. Ja. Und sehr, sehr häufig passiert der gleiche Mist, wortwörtlich, wenn du wahrscheinlich die größte Aufgabe oder die größte Wahrscheinlichkeit, dich als Persönlichkeit zu reifen, zu wachsen, einen anderen Mann, Frau in dein Leben einlädst, einfach nur wegen einem schönen, guten Aussehen. Ja. Also Punkt Nummer 1, bitte achte darauf. Gepflegtes Aussehen ist gut. Ja, Aussehen öffnet die Tür, aber erst der Charakter, erst die Persönlichkeit lässt dich im Raum verharren. Also schau darauf, dass du nicht nur an deinem Aussehen arbeitest, weil dann wirst du auch nur Menschen anziehen, die auch nur an ihrem Aussehen arbeiten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass viele Tätowierte sehr oft einen tätowierten Partner an der Seite haben? Ist ja alles Gesetz der Resonanz. Ich habe gar nichts gegen Tattoos. Nicht, dass manche jetzt das missverstehen, sondern sehr häufig ziehen wir doch das, genau das an, was wir selber, worauf wir selbst Fokus legen, das ziehen wir auch sehr häufig uns ins Leben ein. Stufe Nummer 2, warum Menschen aus falschen Gründen miteinander in Beziehung gehen, das ist der Verstand, die Ratio. Jemand ist wahnsinnig intelligent oder der ist so smart, ey, der weiß alles über, was weiß ich, über Börse, ja, oder er sagt, hey, sie ist echt smart, sie ist echt eine starke, kluge Frau und sie leitet einen Betrieb und die ist echt schlagfertig. Oder sie sagt, boah, der ist so wahnsinnig selbstbewusst, ist auch mentale Ebene, ist auch Verstandesebene. Weil es gibt so etwas wie Selbstbewusstsein aus dem Verstand, wenn einer sagt, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Und dann gibt es das spirituelle Pendant dazu und das ist das Urvertrauen. Ja? Das eine ist der Verstand, das ist die Kontrolle. Und das andere ist die Seele und das ist das Vertrauen beziehungsweise das Urvertrauen. Und viele Menschen, die nicht so selbstbewusst sind und sich dann irgendwie versuchen, übers Ego selbstbewusster zu präsentieren, was machen die? Sie versuchen sich irgendwie auf Verstandesebene etwas Cooles zu sagen, indem sie Texte auswendig lernen, indem sie sich coole Kleidung kaufen, weil sie wissen, hey, da sind coole Farben kombiniert und das ist cooles Branding und so. Aber das ist alles Mindfuck. Das bleibt immer an dieser oberflächlichen Ebene, aber es geht nicht tiefer rein. Also das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ist auf der Ratio-Ebene, aber das Urvertrauen, das ist das Spirituelle, was du nur bekommst, wenn du wirklich tiefen Dimensionen betrittst und praktische Erfahrungen machst und auch entsprechend aus der Perspektive deiner Seele bewertest und Urteile triffst und nicht aus deiner Ratio-Ebene, dass du sagst, ja, ist halt blöd, ich sollte stattdessen das oder das tun, ja. Also auf der Seelenebene triffst du bessere Entscheidungen und du bist auch viel, viel stärker verbunden. Stufe Nummer 3, warum Menschen in Beziehung, Partnerschaft reingehen, Status. Er ist ja so ein erfolgreicher Golftrainer. Sie ist ja eine derart erfolgreiche Geschäftsführerin. Sie ist eine starke Professorin an einer Elite-Universität. Er ist ein bedeutender Politiker, Fußballspieler oder Gitarrist, ja, der immer wieder in den Medien zu sehen ist. Klingt nett. Auf Dauer auch wieder nichts, was, also es heißt nicht, dass beide nicht Promi sein können, das auf jeden Fall.
Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass sie auch miteinander langfristig gemeinsam diesen Weg laufen werden, wenn sie nur darauf geschaut haben, hey, er ist Promi, ich bin Promi, passt schon. Ist euch schon mal aufgefallen in der Boulevardpresse, dass sehr, sehr oft Promis miteinander zusammenkommen? Ich habe mich immer wieder gefragt, so wie geht das? Wie kann es sein, dass sehr oft ein Promi den anderen Promi datet? Ein Promi-Musiker die andere Promi-Musikerin datet oder ähnliches. Und wenn nicht, dann ist der andere in einem anderen Bereich sehr erfolgreich, egal ob er ein Geschäftsführer von einem DAX-Konzern ist oder ja, zum Beispiel Veronika Ferres und Carsten Marschmeier, ja. Also beide relativ erfolgreiche Menschen, die einen Status im Markt haben. Und die Frage ist, warum? Solange das auf der Seelenebene alles verabredet war, sage ich super. Nur solange ich aber darauf schaue, hey, was hat der andere in die Beziehung mitzubringen? Und wie könnte ich auch mit profitieren und dadurch unbewusst meinen eigenen Wert steigere, weil ich denke, hey, er ist ja so cool. Durch ihn werde ich beliebter, durch ihn werde ich bedeutender. Dann ist es auch wieder die nächste Mindfuck-Ebene, wieder die Oberfläche. Und Menschen wundern sich, dass sie dann nicht glücklich sind oder nicht irgendwie dauerhaft die Beziehung hält und funktioniert. Nehme mal einen Schluck zu mir und sage zwischendurch fettes Dankeschön für all die Menschen, die das Buch unterstützt haben. Soul Master ist mittlerweile seit knapp einer Woche unverändert Platz 1 unter allen Amazon-Büchern. Und es gibt mittlerweile ein paar Millionen, habe ich rausgefunden. Also wir sind Platz 1, Freunde, in ganz Amazon. Seit mittlerweile fast einer Woche. Und das Buch ist erst am 2. März erschienen, vor 2 Tagen. Also danke, danke, danke auf euch. Ebene Nummer 4, warum Menschen miteinander in Beziehung, Partnerschaft zusammengehen. Es ist ihr Gefühl, ihre Emotion. Das ist schon sehr, sehr viel besser, weil die ersten 3 Ebenen aussehen. Ratio, jemand ist sehr smart, selbstbewusst, schlau, schlagfertig, sagt kluge Dinge, weiß viele Dinge, ist auch Ratio. Oder jemand hat einen großen Status, ja. Irgendwie und Status kann bedeuten, jemand hat einen Mietwagen auf Pump, ja. Irgendwie E-Klasse von Mercedes und dann sagt die Frau, oh, der hat dieses tolle Auto. Selbst wenn der Typ komplett ein armer Schlucker ist und das Auto sowas von geleast hat und nicht mal Geld hat für gesunde Lebensmittel, aber Hauptsache er fährt diese Protzkarre, weil sein Ego so groß ist, dass er sagt, hey, ich bin nicht gut genug ohne die Karre. Und kennt ihr Menschen, die alles Geld, obwohl sie wenig verdienen, ausgeben? Hauptsache sie haben irgendeinen Status im Außen erreicht, damit sie irgendetwas darstellen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sich leisten könnten. Kennt ihr solche Menschen? Ja, nein. Und worüber unterhältst du dich mit so einem Menschen? In der Regel über Materielles. In der Regel über etwas, was vergänglich ist. Doch wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, dann wird ja dein Glück von auch vergänglich sein, ja oder nein? Also gut. Wenn du also starke emotionale Bindung hast, das ist die 4. Ebene, weil die ersten 3 Säulen aussehen, Verstandesebene und Status, das ist wahrscheinlich 80% der Paare kommen diesbezüglich zusammen. Er sieht ja so toll aus. Ach, guck mal, der hat so ein tolles Auto. Ach, guck mal, der ist so schlau. Ist eigentlich gar nicht mein Typ. Ja, aber ist so schlau. Er sagt so coole Sachen. Und dann fand ich ihn so interessant irgendwie. Ja, sehr häufig schon gehört, liebe Frauen. 4. Ebene, emotionale Ebene. Das heißt, du spürst, irgendetwas wird durch diese Konstellation, dem kannst du dich nicht entziehen. Das ist einfach so eine Anziehung auf der Herzensebene, ja. Das ist, wenn der Mann zum Beispiel die Frau an der Hand berührt, während sie ihre ersten Dates haben, dann fühlt er unfassbare Wärme, so ein Gefühl von, hey, wow, der ist etwas Heiliges, der ist etwas Sanftes. Das ist wie so eine zarte Feder. Er hält ihre Hand, sie hält seine Hand und sie fühlen, da ist einfach durch die Hände, bei wem du deine Hand gibst, dem gibst du dein Herz, weil deine Hand ist ja verbunden, geht direkt hierher Richtung Brust, da, wo dein Herz sitzt, ja. Also sehr, sehr häufig achte darauf, wem du deine Hände gibst, weil demjenigen gibst du auch dein Herz. Du fühlst einfach, da ist irgendwie so eine unerklärliche Verbindung, da ist unerklärliche Tiefe, da ist eine emotionale, starke Verbundenheit zu diesem Menschen. Und wenn ihr einfach nur miteinander Hände haltet, ohne jetzt sofort, dass er oder sie gleich Sexualität oder sonst irgendwas hineininterpretiert, dass da so eine warme Verbindung da ist. Ja, das kannst du rational nicht erklären. Verstehen, logisches Interpretieren versteht, bringt relativ wenig. So, und da gibt es die Ebene Nummer 5 und das ist die Ebene der Seelenpartnerschaft. Und das ist die spirituelle Komponente, denn wenn diese Menschen miteinander in Verbindung kommen, dann hat
eine Seelenpartnerschaft, und das ist diese fünfte Ebene, vor allem einen einzigen Zweck, und das ist die spirituelle Entwicklung. Und William Shakespeare hat ein wunderschönes Gedicht diesbezüglich schon vor über 400 Jahren in dieses Leben gebracht, in unsere Welt. Ich lese es dir vor, weil es mich wahnsinnig berührt hat, wunderschön ist. Sind echte Seelen innerlich vereint, so trennt sie nichts. Der hat Lieben nie gelernt, der Wechsel findet, wechselt, sich entfernt, wenn sich der andere zu entfernen scheint. Nein, Liebe ist ein festgefügtes Mal, vom Sturm und Wogen ewig unversehrt. Kraftvoll, nicht wahr? Der gute William, der wusste, wie Liebe funktioniert. Und wenn du mal reflektierst, wie viele Bücher, wie viele Romane, wie viele Filme, wie viele Songs sind nach dem Vorbild von William Shakespeares Romeo und Julia. Guck mal, Leonardo DiCaprio spielte im Romeo und Julia, ja oder nein? Leonardo DiCaprio spielte die gleiche Herausforderung in Titanic. Wieder, Mann, Frau lieben sich wie bei Shakespeare, Romeo und Julia. Familie hassen sich, das heißt, der Liebe ist irgendwas dazwischen. Genau die gleiche Geschichte, Titanic. Er, armer Schlucker, sie, reiche Frau, er darf sie nicht haben, sie beiden lieben sich, wieder ein großes Problem, was gemeinsam das Paar zu überwinden versucht. Genau das gleiche in der Twilight-Saga, er ein Vampir und eigentlich frisst er Menschen und gleichzeitig lieben die sich derart und er muss gegen sich selber ankämpfen, damit er sie nicht frisst und die Liebe ist stärker als seine Sehnsucht nach Menschenfleisch zu verzehren und Menschenblut zu trinken, ja oder nein? Und so weiter und so fort. Hier, fast schon Erotikfilm, da wo er sie auspeitscht und sie bestraft werden möchte. 50 Shades of Grey, vielen Dank. Ja, genau die gleiche Situation. Liebe zwischen den beiden, aber gleichzeitig auch die Leidenschaft und er er mit sich selbst nicht im Reinen, er hat diese starke Sexualität, er muss dieses extreme Leben, er ein mehrfacher Millionär, ich glaube Milliardär in dem Film, sie eine einfache Frau und er versucht sie auf der einen Seite zu beschützen, zu lieben und gleichzeitig zwischen seinen sexuellen Perversionen klarzukommen. Also wieder, du brauchst jedes Mal ein Problem und das ist das, was Shakespeare schon damals erkannt hatte. Und eine spirituelle Ebene, eine Seelenpartnerschaft hat immer diesen Zweck einer gemeinsamen spirituellen Entwicklung. Und es gibt insgesamt zwei Möglichkeiten, weshalb sich Seelenpartner begegnen. Das eine ist, wenn sie mit sich selbst noch nicht im Reinen sind, wenn sie mit sich selbst noch nicht im Einklang sind, dann begegnen sich spirituelle Partner, also Seelenpartner, sehr oft, um etwas aus dem Vorleben zu heilen, was sie zuvor nicht geschafft haben, aufzulösen. Und das mündet dann zum Beispiel in karmischen Verstrickungen, um diese aufzuarbeiten. Das heißt, wenn die beiden zusammenkommen, dann kracht es zunächst einmal sehr, sehr deutlich. Allerdings die einzige und wesentliche Frage, die du dir jetzt stellen kannst, ist, werde ich durch diesen Menschen Ründer? Und damit meine ich nicht, werde ich durch ihn dicker und wir essen mehr Donuts zu Hause auf der Couch und bewegen uns zu wenig, sondern werde ich durch diesen Menschen ganzheitlicher. Ja, also deswegen auch bei Soulmaster siehst du, der ist ein Kreis, der ist bewusst gewählt, weil das ist der Kreis der Ganzheitlichkeit. Das heißt, erst wenn du wirklich ganzheitlich liebst, egal was der andere tut oder nicht tut, dann bist du in der bedingungslosen Liebe und deswegen auch bei Soulmaster der Kreis. Warum? Wir kommen als Seelen hierher auf die Erde, um diverse Erfahrungen zu sammeln. Manchmal können wir nicht alle in einer Inkarnation sammeln, deswegen kommen wir häufiger auf die Erde. Und wenn wir das Ganze durchlebt haben, dann haben wir die Chance, ganzheitlicher zu werden. Und manchmal reicht es in einem Leben, was wir an Erfahrungen machen, sehr oft nicht, damit wir die Situation, die wir vielleicht im Leben zuvor abgelehnt hatten, in diesem Leben anfangen zu lieben und zu heilen. Ja? Das heißt, frage dich, wenn du in deiner Seelenpartnerschaft bist und du spürst, da ist unerklärliche Verbundenheit. Ja? Du spürst den anderen ohne viele Worte wechseln zu müssen. Frage dich, werde ich durch diesen Menschen ründer? Werde ich durch diesen Menschen bewusster? Werde ich durch diesen Menschen reflektierter? Weil schau mal, wenn Gott uns Menschen bedingungslos liebt und bedingungslos bedeutet ohne Bedingungen. Wahre Liebe kennt keine Bedingungen. Wahre Liebe kennt kein Aber oder kein Weil. Wenn dein Kind dich fragt, Papa, Mama, liebst du mich? Dann sagst du ja. Und dann fragt es dich, warum? Dann sagst du, ich liebe dich einfach. Du musst mir nicht beweisen, warum ich dich lieben soll. Ich liebe dich einfach. Und das heißt, so wie Gott uns Menschen bedingungslos liebt, so ist auch die spirituelle Ebene eine Liebe der Bedingungslosigkeit. Doch bedingungslos ist ein großes Wort, weil wir wollen gleichzeitig alle wahnsinnig geliebt werden,
angenommen, verstanden werden, aber gleichzeitig haben wir eine Scheißangst genau davor, weil wir wahnsinnige Angst haben, uns in diesem Ozean der Liebe zu verlieren. Ich sage immer, wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Das heißt, stelle dir die Frage, wenn du deinem Seelenpartner bereits begegnet bist, und das heißt nicht, dass es immer angenehm ist, ja, Freunde, das ist Bullshit zu denken, hey, das ist mein Seelenpartner, der versteht mich blind. Frage dich viel eher, holt diese aktuelle Partnerschaft, in der ich jetzt gerade bin, das Beste aus mir raus? Und machen wir uns nichts vor, manchmal gehst du erstmal in ein tiefes, tiefes Tal und denkst dir so, Gott, ist das anstrengend, ja. Was aber nicht bedeutet, dass der andere so ein böser Mensch ist oder dass das nicht dein Seelenpartner sein könnte, sondern sehr, sehr häufig, weil du in einer Seelenpartnerschaft meistens jemand bekommst, der dir auf Augenhöhe ebenbürtig ist. Weil dieser Mensch spiegelt dir perfekt deine Stärken und deine Schwächen wider. Das ist Seelenpartner. Das ist einer, der dir, wo du durchdrehst und denkst, wie geht sowas? Ja? Das ist einer, der dir genau deine Marotten, deine Macken derart bestätigt und widerspiegelt, dass du denkst, ist der bescheuert? Und dabei spiegelt der andere dir perfekt das wider, was du ja selber in dir trägst, was du bei dir aber die ganze Zeit nicht erkennst, weil du vorher andere Menschen hattest, mit denen du vielleicht mehr gespielt hast oder Oberfläche in der Beziehung gelebt hattest. Und das heißt, holt der andere das Beste aus dir raus. Kann bedeuten, dass zu Beginn ist er mit sehr viel Schmerz verbunden und zu Beginn holt der andere das Schlechteste aus dir raus. Aber wenn ihr euch wirklich reflektiert und nicht die ganze Zeit nur du, falsch, 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 sondern du dir wesentliche Frage anfängst zu stellen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Hey, das triggert mich gerade, warum eigentlich? Weil wie kann dich etwas im Außen triggern, was du nicht in dir selber trägst, was du schon längst geheilt hast? Stell dir mal vor, ich schreibe in Soulmaster, da ist ein kleiner Junge, der ist vielleicht 15 Jahre alt und der ist die ganze Zeit nur 1,45 Meter groß und die ganzen anderen Kids hänseln ihn und sagen Zwerg, 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 Zwerg. Ja, der Kleine ist unsicher, der ist eh schon kleiner als die anderen, der ist jedes Mal nervös, wenn er schon denkt, die ihn komisch angucken, da denkt er gleich wieder, sagen die Zwerg, der ist panisch. Und dann kommt der Junge in Pubertät, 15, 16, 17, 18, 19 und plötzlich ist er gewachsen, 1,60, 70, 80, 1,90 und plötzlich ist er 1,93 und größer als 90% aller anderen Kids. Und dann sagen die anderen, wenn sie ihn hochgucken und sagen, hey Zwerg, juckt ihn das noch? Zero, nicht die Bohne. Warum? Weil es nicht mehr ist. Und das heißt, wenn du ehrlich in Selbstreflexion gehst, indem du dir selbst die Frage stellst, hey, wäre ich gerne mit dem Menschen zusammen, wie ich dieser Mensch in den letzten 12 Monaten gewesen bin? Und deine ehrliche Selbstreflexion, ehrliche Innenschau. Und wenn du spürst, oh Gott, nein, oh, mit mir selbst zusammen zu sein, also hartes Brot, ganz hartes Brot. Ja, also du kannst reinbeißen, aber du kannst nicht durchbeißen. Dann weißt du, dann geht's ab. Dann gilt es, deine Hausaufgaben zu machen, weil wenn du noch nicht in deine Persönlichkeit gearbeitet hast, dann wirst du ja tendenziell immer die gleichen Menschen anziehen, die dir von deinem Bewusstseinsgrad her ebenbürtig sind. Und manchmal, Entschuldigung diesen Ausdruck, sind das Assis, ja. Aber nicht, weil sie Assis sind, sondern weil du noch asoziale Anteile in dir hast. Und ich überspitze es jetzt gerade, um das Ganze darzustellen, ja. Assi bedeutet in meiner Welt, dass du in bestimmten Lebensbereichen etwas noch nicht auf die Reihe kriegst und dann die ganze Zeit hoffst, dass du da ziemlich cool drauf bist und dann jemand kommt und dann sagst du, hey, der ist ja liebevoll, dann muss ich es nicht sein. Blödsinn. Ja, also du wirst immer maximal den Partner in dein Leben anziehen, der plus minus 10-20% schlechter oder besser ist als du. Ja, aber selten einen, der komplett heilig ist, weil da gäbe es gar keine Anzüge zwischen euch. Würde gar nicht matchen, weder sexuell noch emotional noch energetisch, weil du würdest ja auch nicht gerne mit Papst zusammen sein, ja oder nein? Ja. Selbst wenn du in seinem Alter wärst, trotzdem nicht, weil da keine Anziehung ist, weil da keine energetische Verbundenheit ist. Also, wenn du in einer Seelenpartnerschaft bist, und das ist die 5. Ebene, dann stell dir die Frage, werde ich durch diesen Menschen ründer, werde ich durch ihn ganzheitlicher? Ja? Wenn beispielsweise meine Partnerin etwas getan hat, was mich vor 2 Jahren wahnsinnig getriggert hat und ich zum Beispiel gesagt, hey, das kannst du doch nicht machen, ja, dann könnte ich doch sagen zu ihr, ey, veränder dich, weil das passt zu mir nicht. Ich mag das nicht, was du da sagst oder tust. Oder gleichzeitig, ich verändere es in mir und werde dadurch nur noch ein Stückchen runder und toleranter und liebender. Weil nochmals, es geht um die bedingungslose Liebe, den Kreis vollständig zu schließen.
Doch wie willst du bedingungslos lieben, wenn du die ganze Zeit sagst, hey, er sieht toll aus und eigentlich ist er cool, aber dann habe ich seine Freunde kennengelernt. Oh, das geht nicht. Oh nee, das geht nicht. Was hat denn das mit bedingungsloser Liebe zu tun? Ladies, ganz ehrlich. Oder Männer, hey, wir haben uns ja so gut verstanden, wir haben so tolle Dates gehabt und dann waren wir miteinander ein, zwei Mal im Bett und ich habe gemerkt, die ist noch voll unerfahren. Ey, fuck you. Ganz ehrlich, wenn das dein Antrieb in einer Partnerschaft als Mann ist, dass das Gefühl ist, dass deine Partnerin sexuell noch nicht erfahren genug ist und du jetzt überlegst, ob die Partnerschaft einen Sinn macht, dann hast du echt einen an der Klatsche. Also ganz ehrlich, dann hast du ein Niveau von einem 15-, 16-Jährigen, der gerade das erste Mal einen Kuss auf der Schule ausübt und probiert. Also, werde ich durch diese Beziehung ründer, besser, ganzheitlicher, weil nochmals, dein Seelenpartner ist der größte Arschtritt. Das ist idealerweise jemand, der deine Stärken und Schwächen dir perfekt gegenkontern, gegenspiegeln kann. Das ist eine Beziehung, ist nicht primär dafür da, um dich glücklich zu machen, sondern vor allem bewusst. Und spirituelle Seelenpartnerschaft bekommst du meistens dann, wenn du A, selbst so weit bist. Ja, wenn du nicht so weit bist, dann wirst du immer wieder Zeitpartner bekommen. Ja, also Menschen, mit denen du vorbereitet wirst auf deine eigentliche Seelenpartnerschaft. Also ich gebe mal ein Beispiel. Meine Partnerin und ich, wir haben so viele Parallelen festgestellt, als wir zusammenkamen. Selbst unsere beiden letzten Ex-Partner wussten wir beide, dass wir keine Liebe für diese Menschen empfinden, dass wir aber eine Anziehung zu diesen Menschen gespürt hatten. Beide unserer Ex-Partner waren wahnsinnig groß. Ihr Partner war über 1,90. Meine Partnerin, also meine Ex-Partnerin, war 1,84 Meter groß. Ja, beide Ex-Partner waren von morgens bis abends ins Fitnessstudio gerannt. Ihr Partner damals, glaube ich, 5-mal die Woche, meine Partnerin sogar 6-mal die Woche ins Fitnessstudio gerannt. Vom Typ her sehr, sehr ähnlich, astrologisch sehr, sehr ähnlich, wo du denkst, das gibt es doch gar nicht. Sehr häufig erkennst du auch deinen Seelenpartner, indem du ähnliche Marotten, indem du ähnliche Macken bei ihr und bei dir im Hier und Jetzt beobachtest oder einfach mal ihr euch an einem Abend hinsetzt und einfach mal eure gegenseitigen Pläne, also bisherigen Lebensläufe vergleicht. Ja? Und ich habe diesbezüglich extra für euch so eine kleine Liste angefertigt, was wir mit meiner Partnerin in den letzten Jahren alles gesehen und kennengelernt haben und gemerkt haben. Also, wir haben beide diesen Hang zum Perfektionismus schon immer gehabt, astrologisch sowieso. Wir haben sowieso astrologisch sogar umgekehrt, ja. Also, den Löwen und die Jungfrau im Mond und Aszendent haben wir beide gegenseitig getauscht. Dann haben wir schon immer beide Film, Musik geliebt. Also, ihr seht, ich habe hier so ein Zettelchen, weil ich habe meine Partnerin gebeten, aufzuschreiben, was ihr noch alles bewusst ist, was wir alles vorher schon gemeinsam hatten. Wir haben beide gerne Tischtennis gespielt. Das war, hättest du sehen sollen. Ja, da lernen die sich kennen, gehen auf ein Date oder sowas und dann gehen wir auf die Tischtennisplatte. Da haben wir gedacht, so krass, warum ist der so gut, warum ist die so gut? Also wir waren so verblüfft. Ihr werdet nie vergessen, als wir mit meiner Partnerin damals unser erstes oder zweites Date hatten, das war damals im Park, sind wir abends spazieren gewesen. Und dann habe ich zu ihr noch damals gesagt, so hey, pass auf, wir machen so ein Rennen, Wettrennen. Du läufst jetzt los. Und weil ich ein Mann bin und natürlich mehr, schneller bin, dann kriegst du einen kleinen Vorsprung von, ich glaube, 10, 15 Meter. Und wir rennen so knapp 100, 150 Meter bis zum Ende des Parks. Ja, mitten im Dunkeln, draußen Mond am Himmel geschienen. Und da werde ich nie vergessen, dann hat sie, glaube ich, 15 Meter Vorsprung gehabt. Und dann sagen wir, auf die Plätze, fertig, los. Und dann rennen wir beide los. Ey, wir sind da 120 Meter gerannt. Ich habe die Frau nicht eingeholt gekriegt. Da habe ich gesagt, was geht denn jetzt ab? Und nicht, weil ich so alt und träge und faul und fett geworden bin, sondern weil sie wahnsinnig schnell war. Wo ich gedacht habe, hey, wow, die kriegst du mal nicht eben schnell eingefangen. Was wiederum die Parallelen, unterschiedlichen Parallelen, in unterschiedlichen Facetten sich die Seelenpartner wieder begegnen. Was haben wir noch? Wir haben beide Väter, die sich so ähneln, obwohl die sich noch nie begegnet sind. Mein Dad lebt in den Vereinigten Staaten. Ihr Vater lebt irgendwo in Baden-Württemberg. Beide sind Steinböcke. Beide haben einen unfassbaren Sinn für Humor, machen von morgens bis abends die ganze Zeit Witze, 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 Witze. Beide Väter kümmern sich, aber beide Väter kümmern sich durch Handlungen und nicht durch Worte. Ja? Mein Dad würde nie zu mir kommen und sagen, Maxim, ich liebe dich, ihr Vater genauso wenig. Unsere Mütter sind vom Typ her aus meiner Sicht recht ähnlich, ja? Die sich sehr, sehr über Handlungen kümmern, aber nicht hingehen würden und sagen, hey, ich bin so stolz auf dich, ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber ich habe jetzt letzte Zeit mit vielen Menschen gesprochen und ich habe festgestellt, dass unsere Eltern echt manchmal, ich weiß nicht warum, ja nicht diese Liebe
uns Kids entgegengebracht haben, die wir uns oft gewünscht hätten. Wer kann das bestätigen? Also wer sagt, bei meinen Eltern habe ich leider nicht so viel Liebe bekommen oder gar nicht dieses, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, dass deine Eltern sich vor dir hingehockt haben, dir in die Augen geschaut haben und gesagt haben, du schaffst das, ich liebe dich. Und ich habe festgestellt, dass so vielen Menschen, also ich habe zum Beispiel einen jungen Mann begleitet, ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer, und der sagte mir neulich erst, Maxim, ich hatte mein gesamtes Leben gewünscht, von meinem Vater ein einziges Mal in den Arm genommen zu werden. Und das ist bis heute nicht passiert. Und der Mann ist jetzt 30. Ich hätte mir einfach nur als Kind einmal gewünscht gehabt, dass er sich zu mir niederkniet, mir in die Augen schaut nach einem Fußballspiel. Und wenn ich 3 Tore gemacht habe, gesagt hätte, hey Sohn, ich bin stolz auf dich. Wow, krasse Leistung. Und er musste damals als 6-, 7-, 8-Jähriger damals nach jedem Fußballspiel, auch wenn er 3 Tore gemacht hat, zu seinem Vater antreten an der Seitenlinie. Und der Vater hat immer jedes Fußballspiel analysiert und hat ihm gesagt, erzähl mal, was du heute falsch gemacht hast, was du nächstes Mal besser machen willst. Verstehst du? Und er sagt, alles, was ich mir gewünscht hätte, ist ein einziges Mal von meinem Vater in den Arm genommen zu werden. Und Junge, große Leistung, ich liebe dich. Du bist der Beste. Und ich hätte mir das von meinem Vater gewünscht, sie sich von ihrem Vater gewünscht. Und weißt du, wie es meinem Leo heutzutage geht, meinem wunderschönen Sonnenschein Leo, dem 20 Monate Rabauze, ich nenne Le Petit Roi, der kleine König, Le Petit Roi, der läuft wie ein König. Den musst du mal erleben, den Leo. Und es vergeht nicht einen Tag, an dem ich ihm nicht 120 Küsse gebe, an dem ich ihm nicht mindestens 7 Mal in unterschiedlichsten Sprachen sage, wie sehr ich ihn liebe. Ja, ich sage es ihm in Französisch, in Russisch, in Spanisch. Ich sage es ihm in Italienisch, in Deutsch, Englisch, klar, jeden Tag. Und manchmal in unterschiedlichsten Sprachen, dass er nie das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, dass er zu wenig geliebt wird. Weil wenn wir als Kinder bis zum 2., vor allem bis zum 7. Lebensjahr in Liebe gehen, dann werden wir auch später liebende Menschen. Und wenn wir bis zum 7. Lebensjahr immer das Gefühl haben, hey, meine Eltern lieben mich, ich glaube schon, aber vor allem, wenn ich in der Schule gut bin oder wenn ich Hausaufgaben mache oder wenn ich mein Zimmer aufräume, dann lieben sie mich. Aber das ist doch keine bedingungslose Liebe. Das heißt, Leute, lernt mal wirklich zu geben. Und lieben bedeutet zu geben und nicht zu bekommen. Das ist der Grund, warum so viele Menschen leiden. Was haben wir noch mit meiner Partnerin alles zusammen? Wir haben beide schon immer wahnsinnig Mayonnaise geliebt. Als ich sie damals nach dem ersten Date gefragt habe, hey, mal angenommen, es gäbe 3 Städte in Europa, die du gerne sehen wollen würdest und wir mal spontan einen Trip machen würden, welche wäre das? Da sagte sie zu meiner Verblüffung, Florenz, Wien und Prag. Und bei mir wären diese Städte gewesen Florenz, Wien und Madrid. Vielleicht sagte sie nicht Madrid, weil sie noch nie dort gewesen ist, ja. Wo ich dann dachte, krass, als sie damals diese, also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Städten in Europa gibt, aber sie sagte diese 2 von 3 und Madrid hat sie noch nie besucht, das heißt, das ändern wir noch. Wir hatten damals schon sehr ähnliche spirituelle Ansichten, das heißt, wir wussten uns nicht lange erklären. Wir waren damals schon beide Vegetarier, wir waren schon damals beide vom Typ her tendenziell eher Einzelgänger, also Menschen, die sehr, sehr bewusst darauf achten, wer ist in meinem Freundeskreis und nicht permanent jedes Wochenende in Menschenmengen baden, sondern eher für sich an einer Aufgabe arbeiten. Wir haben beide ähnliche Abiturnoten gehabt, ja, kann ich erzählen. Ich hatte eine 3,0 als Note, ja, also da habe ich wirklich gedacht, so Maxim, aus dir wird gar nichts in diesem Leben mit einem 3,0 Abiturschnitt. Ich habe mich so verurteilt. Was haben wir noch? Ja, das sind einige Punkte, die ich mit dir jetzt aufgezählt habe. Vielen Dank für den Zettel und diese ganzen Impulse. Meine Partnerin, die mich unterstützt hat bei dem heutigen Live, dass ich da ein paar Dinge für dich zusammenschreiben kann. Also, warum ist es wichtig, dass du in deiner Partnerschaft oder in dem Fall in deiner Seelenpartnerschaft, und darum geht es ja heute, jemand hast auf Augenhöhe, weil dieser Mensch auch Zähne hat. Und so wie die Weltmächte, wie zum Beispiel jetzt in der Ukraine- und Russland-Krise, ja, wenn Russland gegen die Ukraine in den Krieg zieht, dass die ganzen Weltmächte des Westens sich bewusst fernhalten, vor allem die Amerikaner, weil die wissen, wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Land in Ukraine einmarschiert wäre, kann ich mir vorstellen, würden schon viel, viel früher sich einmischen und helfen. Aber sie wissen, die Russen ist die Atomwaffenland Nummer 1, glaube ich, weltweit, die meisten Atomraketen, Atomwaffen. Und die Armee ist, glaube ich, weltweit Nummer 2. Und das ist, weil die Russen Atomwaffen haben, wissen das die Amerikaner, wissen das die Alliierten und halten sich unbewusst raus aus der Ukraine. Finde ich das gut oder schlecht?
hat gar nichts hiermit zu tun, sondern es geht nur darum, beide Nationen, beide Partner wissen, dass sie genug Kraft, genug Zähne haben, genug Power haben. Und weil beide genug Kraft und Zähne haben, tun sie nichts, um sich gegenseitig zu verletzen, weil sie wissen, wenn ich das tue, dann kann er oder sie mich verletzen. Und weil beide kraftvoll sind, machen sie es nicht. Ist das verständlich? Schick mir mal Daumen oder Herzchen, wenn es gerade bewusst wird. Ja. Also das heißt, dein Partner ist der perfekte Spiegel deiner Stärken, deiner Schwächen, um dich zu deiner absoluten Größe zu führen. Und das bedeutet nicht, dass es angenehm ist, das bedeutet nicht, dass es immer leicht ist, aber das bedeutet, dass es langfristig aus dir einen besseren, einen ründeren, einen harmonischen, liebenderen Menschen macht, weil du jemanden auf Augenhöhe bekommst. Weißt du, das ist das, was ich nach jeder Partnerschaft verstanden hatte. Ich hatte immer eine Beziehung gehabt und nach jeder Beziehung, die ich geführt habe, habe ich immer mehr verstanden, hey, was brauche ich denn eigentlich und was brauche ich weniger in meinem Leben, in meiner Beziehung, um langfristig mit einem anderen Frau, mit einem anderen Menschen zusammen sein zu können. Und ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich schon mal ging, aber nach jeder Beziehung wirst du ja schlauer, wie du selber tickst, ja oder nein? Weil ich sage immer, in einer intimen Partnerschaft bist du vor allem mit einem Menschen zusammen und zwar mit dir selbst. Ja. Der andere ist der ideale Spiegel. Und das heißt, der zeigt deine allergrößte Liebe, deine Demut, deine Kraft, aber er zeigt dir auch deine größten Baustellen. Wenn ich zum Beispiel meine Partnerin auf der Bühne sprechen sehen habe, das allererste Mal vor Menschen, dann habe ich gedacht, hey, wow, sie hat die gleichen Eigenschaften, wenn sie vor Menschen spricht, sie berührt. Es gibt Menschen, die sind wahnsinnig witzig. Es gibt Menschen, die können sehr, sehr cool unterhalten. Wenn meine Partnerin auf der Bühne oder mit Frauen arbeitet, in ihren Runden, wo sie nur mit Frauen in diesem Soul-Sister-Circle arbeitet, dann berührt sie. Und wenn ich meine Aufzeichnung sehe von dem, was sie mit Frauen dort erarbeitet in ihrem Soul-Sister-Circle, dann merke ich, da ist, also wenn ich die Aufzeichnung vom Zoom sehe und merke, wie sie strahlt und wie viel Liebe aus ihr rausfließt, dann denke ich mir, hey, krass. Sie macht das, was ich aus meiner Sicht aus dem Herzen versuche, für unsere Community zu machen, macht sie quasi für ihre Community. Verstehst du? Also total crazy. Ja. Falls dich Soul Sister Circle interessiert und du mit gleichgesinnten Frauen gemeinsam deine Themen bearbeiten möchtest, heiße Empfehlung, schreib mich an und dann würde ich euch den Kontakt herstellen. Aber bitte mach es nur, wenn du es wirklich vorhast und nicht sagst, hey, ich möchte an meine Persönlichkeit arbeiten. Und ich denke, ich bin nur neugierig, kennenzulernen, wer Maxims Partnerin ist, ja. Und wie die aussieht. Die sieht gut aus. Das kann ich dir schon sagen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir zusammen sind, sondern weil wir wahnsinnig viel uns gegenseitig gespiegelt haben, uns vorgeworfen haben, geheilt haben. Und jedes Mal, wenn du eine Lücke findest in deine Beziehung und merkst wieder irgendwie, boah, da ist Schmerz da, dann frage dich nicht, warum ist der andere so doof, sondern was für ein Loch, das ist vergleichbar mit einer schönen Decke, was für ein Loch in dieser wunderschönen Decke habe ich noch nicht repariert, gefixt, zusammengenäht, dass dieses Loch noch da ist. Und das heißt, jedes Mal, wenn es weh tut, ist es die Einladung deiner Seele und die Seele deines Seelenpartners, Liebe hineinfließen zu lassen und zu heilen. Und viele Menschen entscheiden sich hier für Schmerz, für Leid. Das heißt, es gibt zwei Ebenen, wenn du deinem Seelenpartner begegnest. Die Ebene Nummer eins ist, ihr arbeitet an euch, vielleicht an karmischen Verstrickungen. Sehr, sehr häufig, wenn du deinem Partner etwas angetan hast im Leben zuvor und in diesem Leben plötzlich spürst, ey, du leidest, weil der andere dir etwas antut, ist es oft, dass ihr die Rollen getauscht habt, weil du jetzt karmisch kennenlernen darfst, wie fühlt sich das denn an, betrogen zu werden beispielsweise? Oder wie fühlt sich das denn an, permanent belogen zu werden oder Versprechen zu bekommen, aber diese nicht eingehalten zu bekommen? Und auch wenn es sich in diesem Leben total aufregen mag, geh immer auf die Seelenperspektive, eine Ebene nach oben und stell dir die Frage, mal angenommen, diese aktuelle Situation ist kein Zufall und ich habe sie mir selbst mit meinem Partner, Partnerin genauso ausgesucht. Was könnte die eigentliche Mission, das eigentliche heimliche Learning genau in dieser Konstellation, in dieser Situation jetzt gerade sein? Und jetzt gehst du raus aus dem Verstand und gehst auf die Seelenperspektive. Und wenn du die Hausaufgaben jetzt löst, dann verschwindet das Thema. Weil das Ziel deiner Seele ist nicht, dich lange leiden zu lassen, sondern dass du schneller und bewusster, leichter aufwachst. Und wenn wir unsere Hausaufgaben allerdings nicht tun, dann bekommen wir immer wieder die gleichen Aufgaben, Probleme, Herausforderungen immer wieder auf die Fußmatte vor die Haustür serviert. Und dann sagen wir uns immer, oh nee, das wollte ich gerade nicht. Und die Seele sagt, oh doch, 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 doch. Das hast du vor 7 Jahren schon als Chance gehabt. Vor 2 Jahren hattest du das als Chance gehabt. Jetzt kriegst du es wieder. Aber meistens wird es dann einen Gang höher geschaltet, bis es derart wehtut, dass du sagst, ey, keinen Tag länger, das kann ich mir nicht mehr geben, das löse ich jetzt. Ja.
Und meistens ist der Seelenpartner, Seelenpartnerin, die du bekommst, jemand, der dir das perfekt vor die Nase reibt, dass du jetzt sagst, jetzt habe ich nicht mehr die Chance wegzugucken oder wegzusehen. Und ich habe zum Beispiel, habe ich erzählt, mit jeder Partnerschaft, die ich geführt habe, immer mehr verstanden, wen brauche ich dann an meiner Seite, damit es langfristig auch wirklich funktioniert. Und ich habe festgestellt, ich brauche eine starke, kraftvolle Powerfrau und keine Frau, die sich durch einen Maxim Mankiewicz, der über 3.500 Bücher geschluckt hat weltweit, der über 700 Seminare weltweit besucht hat. Kannst du dir vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, mit einem Maxim Mankiewicz zusammen zu sein, weil der Kerl so bekloppt ist und dich auch manchmal privat coacht, obwohl du ihn gar nicht gefragt hast. Kannst du es dir vorstellen? Schick mir mal ein Herzchen. Ja, das ist nicht einfach, mit Maxim Mankiewicz zusammen zu sein. Also ich weiß es, ich kann es bestätigen. Ich bin ja jeden Tag mit mir zusammen. Und das stell dir mal vor, ich würde eine Frau zusammen sein, die spirituell nichts am Hut hätte, die einfach nur eine tolle Figur hätte. Und that's it. Würde doch gar nicht funktionieren. Und das heißt, wenn du jemanden gefunden hast, wo du merkst, hey, du wächst, und das ist nicht immer einfach, aber du wirst ein besserer Mensch dadurch. Und du hilfst dem anderen Menschen, ein besserer Mensch zu werden, und er ehrlich eine Innenschau nach innen kehrt und euch hinterfragt und eure karmische Verstrickungen immer wieder löst, dann habt ihr die XXL-Stufe, also die nächste Stufe in einer Seelenpartnerschaft, die Chance, gemeinsam etwas für diese Welt zu hinterlassen, zu tun. Wenn manchmal die Seelenpartner aus einem Vorleben etwas noch nicht gelöst haben, dann kommen sie in dieses Leben, um zunächst bestimmte Themen zu lösen. Und wenn sie diese gelöst haben und dann plus minus frei sind, ja, weil du kommst ja nicht auf die Erde, wenn du komplett aufgestiegener Meister bist. Das passiert sehr selten. Und wenn, dann brauchst du keinen Partner mehr. Aber wenn du im letzten Leben oder Vorleben bereits schon etwas aufgelöst hast und euer Karma-Konto ist plus minus null, ja, da gibt es wenig gegenseitig aufzulösen, karmisch oder gegenseitig euch rechts, links eine zu geben, dann hast du die Chance in diesem Leben oder wenn du es in diesem Leben spätestens heilst, als Anführer, Anführerin gemeinsam in dieser Partnerschaft wortwörtlich Menschenseelen zu verändern. Denk mal nur an die großen Paare dieser Welt, vielleicht zum Beispiel Michelle und Barack Obama, die ihre Partnerschaft nutzen, um so vielen Menschen zu unterstützen, zu helfen, humanitäre Hilfe für Kids weltweit, und sie sich dafür einsetzen, nicht sich gegenseitig zu bekriegen, sondern etwas Kraftvolles, Liebevolles in diese Welt zu führen. Und das ist die Endstufe einer Seelenpartnerschaft, wenn beide sich selbst überwunden haben in ihrem Ego und sich für die Liebe entscheiden. Denn Liebe ist ein Akt des Herzens, nicht des Verstandes. Das heißt, Liebe möchte geben, während der Ratio-Verstand bekommen möchte. Frage dich also häufiger, habe ich in meinen letzten 3 Monaten mehr gedient oder mehr eingefordert? Oder ab und zu auch nur Kompromisse gemacht, damit wir ein Tauschgeschäft miteinander abziehen. Das ist, liebe Freunde, die Seelenpartnerschaft. Und jetzt wieder sind schon wieder so viele von euch mit dabei. Danke, danke, danke. Ihr habt Soulmaster zu Platz 1 auf Amazon unter allen Büchern in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, also im ganzen deutschsprachigen Raum. Ein paar Millionen Bücher auf Amazon. Wir sind jetzt schon Platz 1 und nicht nur seit einem Tag, nicht seit 2 Tagen, seit 3, 4, 5. Ich glaube mittlerweile Tag 7 oder 8, durchgehend Platz 1 Amazon aller Bücher. Und das, liebe Freunde, ist euer Verdienst. Jeder einzelne von euch. Ich habe an diesem Buch Soulmaster 20 Jahre lang geschrieben, gearbeitet, mein ganzes Herz reingelegt und ich bin so unfassbar beseelt. Es ist so viel Resonanz, so viel Einklang, so viel Liebe von den Menschen da draußen bekommen. Es haben sich Tausende von Menschen das Buch bereits geholt. Es hat einen Videokurs on top dazu, der einen Wert hat von über 200 Euro mit zahlreichen Tests, Checklisten, PDFs, Übungen, Videos. Da ist allein ein Videokurs mit, ich glaube, 5, 6 Stunden Länge plus Meditationen und. Also es gibt nicht einen Bereich, den ich dort weglassen habe. Für diejenigen, die das Buch noch nicht gehört haben oder gelesen haben, es geht um 9 Lebensbereiche. Es beginnt alles mit dem Kapitel Seele, weil Seele, das ist das schöpferische Selbst, das ist unser höchstes Ich, das ist unsere wichtigste Ratgeberin, das ist deine Seele. Danach geht es ums Thema Bewusstsein, Inkarnation, Seelenplan, warum inkarnieren wir? Ja, die Seele geht zum Supermarkt, habe ich das beschrieben. Danach geht es um deine emotionale Freiheit. Wie schaffst du in deinem Urvertrauen, in deiner Kraft zu bleiben, egal was sich jetzt im Außen gerade um dich herum tut? Ob Stress mit Eltern, mit deinem Partner, beruflich oder sonst was, wie bleibst du in deinem Urvertrauen und lässt dich nicht ständig von deinen 60.000 bis 80.000 Gedanken tagtäglich immer wieder nervös machen, um diesen Zitteraal zu bekommen? Das sind die ersten 3 Kapitel des Buches und da geht es also um die tiefsten, wichtigsten Fragen unseres Lebens, das Spirituelle. Und danach geht es direkt weiter mit praktischen Kapiteln, weil du kannst ja keinen Airbus fliegen, nur mit Mindset oder Hardset. Das alleine reicht nicht, sondern du brauchst Skills, Fähigkeiten, Manuelles, Handfestiges. Das heißt, es geht mit Kapitel Körper,
der Handschuh deiner Seele weiter. Was raubt dir Energie, was liefert dir Energie? Die besten Tools, Nahrungsergänzungsmittel, alles, was mir jemals geholfen hat, was ich von weltweit führenden Top-Experten zum Bereich Gesundheit gelernt habe, was dir sofort hilft, deine Lebensenergie maximal hoch zu pushen. Danach geht es weiter mit Thema Berufung. Was ist das, was in dir steckt? Welche Fähigkeiten, Gaben, Talente und Schätze? Wie findest du das raus? Da sind ganz, ganz viele Praxistools, da sind Tests, Checklisten, die du sofort anwenden kannst, plus ganz, ganz viele Know-how und Techniken. Danach nächstes Kapitel Geld, der Schlüssel zu deiner äußeren Freiheit. Nächstes Kapitel Beziehung, Partnerschaft, dein größtes Heilungsgefäß. Umfeld, deine Verbündeten auf der Seelenreise. Und Kapitel Nummer 9, nicht ohne Grund, das letzte Kapitel, Kreation, schreib deine eigene Erfolgsgeschichte. Vom Träumen zum Handeln und Jubeln. Weil eine Inspiration, wie zum Beispiel dieser Vortrag hier, mag dich inspirieren. Und deine Inspiration, das ist das, was dich zum Träumen bringt. Deine Motivation, das ist vielleicht der Funke, der jetzt von mir, astrologisch Doppelfeuer, zu dir rübergesprungen ist, dass du sagst, hey Maxim, ich habe jetzt echt Bock, an meiner Partnerschaft zu arbeiten. Oder ich habe echt Bock, jetzt an meiner Beziehung zu arbeiten. Ja, das ist das, was ich astrologisch bekommen habe, dass ich Menschen anzünden kann und vielleicht auch mit spirituellem Bewusstsein nicht nur auf der Ratio-Ebene, weil ich selbst spirituell mich vor Jahren geöffnet habe und gemerkt habe, dass ich Wunder seitdem erlebe in meinem Leben. Das heißt, wie kommst du in die Umsetzung? Weil eine Idee gehört ja nicht dem Menschen, der sie als allererste empfangen hat, auf der Seelenebene, sondern als allererste praktisch umgesetzt hat, also auf der äußeren Ebene, also in die Umsetzung kam, also Master. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude bei diesem Werk. Ich danke jedem Einzelnen, dass ihr mit mir gemeinsam Soul Master auf Platz 1 auf ganz Amazon gebracht habt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es unbedingt weniger wird, sondern ich habe das Gefühl, wir fangen jetzt erst an. Weil weißt du, du hast dich mit diesen Inhalten schon länger beschäftigt, sonst würdest du mir jetzt gerade nicht lauschen. Vielleicht Freunde von dir auch. Aber es gibt da draußen noch Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen, die sich noch nie die wesentliche Frage gestellt haben, und das ist mir todernst, die sich noch nie die Frage gestellt haben, wer bin ich eigentlich auf dieser Erde? Wie führe ich eine glückliche Beziehung? Wie finde ich mich denn selbst? Und das ist unsere Aufgabe als Community, nicht nur vor der eigenen Tür zu kehren, das eigene Leben zu verbessern, sondern lass andere Menschen an deinem Licht teilhaben. Begegne anderen Menschen mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Hingabe, dass sie denken werden, was ist mit der los? Warum ist der so gut drauf? Weil das ist das, was ich mir so sehr wünsche. Weißt du, ich habe diese wahrscheinlich utopische Vision oder utopische Fantasie, aber ich habe irgendwann mal, als ich ein Seminar gehalten habe in Berlin, als es noch möglich war, auf der Bühne den Menschen erzählt, meine Vision ist es, dass dieser Maxim Mankewitsch schon längst gegangen ist. Ja, das Buch wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre da sein, aber wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, nicht heute in 50 Jahren oder 100 Jahren, sondern heute in 200 Jahren, dass heute in 200 Jahren auf dieser Erde Menschen leben, die ohne einen bestimmten Grund miteinander respektvoller, liebevoller, wertschätzender umgehen, miteinander teilen und nicht gegenseitig voneinander stehlen und klauen und benutzen wollen und sie in Liebe sich gegenseitig begegnen, ohne zu wissen, warum. Und das sind die Samen, die wir heute im Jahr 2022 gemeinsam setzen. Und wir beginnen in unseren Herzen und wir beginnen mit unserer Absicht. Und das ist das, was ich jedem Einzelnen wünsche. Beginne heute, arbeite an dir, wenn du es möchtest, mit Soul Master. Das Investment unter 20 Euro, wofür ich über 20 Jahre lang gebraucht habe und über wahnsinnig sehr viel Geld reingepackt hat. Ich habe schon so viele Feedbacks von euch gelesen. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Es rührt mich. Es haben so viele Menschen bei Amazon schon geschrieben unter Rezensionen, dass das Buch eine pure Content-Bombe ist. Manche haben geschrieben, es ist so viel Wissen und Weisheit auf einer einzigen Seite, wie in manchen Büchern in 40 Seiten nicht. Und das ist der Grund, warum ich dieses Buch so lange schreiben wollte und nicht vorher aufgehört habe, weil ich wollte meine ganze Seele reinstecken. Deswegen auch so, Master. Es muss von der Seele kommen, was andere Seelen berühren darf oder berühren muss. Und wenn du Lust hast, wir haben aktuell noch ein Gewinnspiel laufen. Das heißt, alle Menschen, die sich das Buch holen, du kannst es holen, wo du immer möchtest, von deinem Buchhändler um die Ecke oder Hugen, Dudel, Thalia, Bücher.de oder wie auch immer. Allerdings alle Bücher, die du holst, du kannst bei Amazon eine Rezension schreiben. Egal, ob du bei Amazon gekauft hast oder nicht bei Amazon, du kannst eine Rezension schreiben, eine ehrliche Rezension, wie du das Buch ehrlich wahrnimmst. Ja, wenn du sagst, Maxim ist Schrott, dann schreib mir auch das in Amazon-Rezension rein. Mir geht es nur darum, dass es ehrlich aus dem Herzen kommt. Und wenn du deine Rezension in Social Media teilst,
uns quasi verlinkst, maximankiewicz.com, dann hast du die große Chance, und das ist das, was ich noch nie in meinem Leben so in der Form angeboten habe, eins von 10 Coachings insgesamt mit mir persönlich zu gewinnen. Kostet dich gar nichts. Ich mache das seit Jahren nicht mehr. Und die letzten, die 1:1 mit Maxim persönlich gearbeitet haben, haben sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt. Also das willst du nicht bezahlen, das hat niemand. Möchte ich auch kein Geld dafür haben, gar nichts, sondern ich freue mich einfach nur, dass wir über die Botschaft teilen. Und die Menschen, die da draußen noch in der Welt sind und noch am Leiden und gar nicht wissen, warum sie leiden, dass wir sie erquicken. Und ich mache nur den Auftrag, den ich bekommen habe, dieses Buch zu vervollständigen. Vor 11 Jahren hat es mir eine Hellseherin prophezeit und jetzt ist es auch mein Job, nicht nur nach 20 Jahren das in die Welt zu bringen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es die Seelen erreicht, die es wahrscheinlich am nötigsten haben und am allerwenigsten kaufen und besorgen würden. Danke, danke, danke. Ich liebe euch.